Danke vielmals, Marius. Für mich heisst es jetzt dann gerade anpacken. Aber bevor wir zusammen ein Iglu gehen wollen, machen wir noch einen kleinen Abstecher auf Schladming. Dort geht nämlich das Wochenende gerade die Ski-WM zu Ende. Und eine Geschichte, die Sie von Schladming definitiv noch nicht kennen, ist die von Hans-Peter Reuer. Er hat dort sein Hotel und wenn er zum Fenster ausschaut, sieht er direkt auf den Zielhang. Schladming. Austragungsort der diesjährigen Ski-WM. Hans-Peter Reuer ist Direktor des Tauernhofs, eines christlichen Ferienzentrums. Sein Arbeitsort liegt unmittelbar neben dem Zielgelände der WM-Pisten. Ich finde es eine super Sache, dass sie bei uns ist, nach 30 Jahren wieder. Es ist doch ein Magnet und repräsentiert unsere kleine Stadt in der ganzen Welt, was ein großes Vorrecht ist. Ich bin gerne dabei bei den Veranstaltungen. Wir sind ja direkt vor der Haustür. Ich kann mir das vom Fenster aus ansehen, live. Und das genieße ich auch ab und zu. Junge Leute aus der ganzen Welt verbringen im Tauernhof ihre Ferien, lernen Skifahren und hören sich Vorträge zu Lebens- und Glaubensthemen an. Bevor Hans-Peter Reuer 1991 zum Tauernhof kam, arbeitete er hauptberuflich als Automechaniker und später als Skilehrer, Berg- und Höhlenführer. Immer verglichen mit anderen Leuten würde ich schon sagen, dass ich ein Abenteurer bin. Ich habe das immer geliebt, das Ungewisse, auch Grenzerfahrungen. Gerade beim Steilwandfahren hat man das auch. So haben Hans-Peter Reuer und Freunde als Erste die 1200 Meter hohe Golling-Nordwand befahren. Die Zeiten, in denen der Vielbeschäftigte alleine in den Bergen unterwegs ist, sind heute seltener. Dafür genießt Hans-Peter sie umso intensiver. Die geben dir einfach an Frieden und gleichzeitig das Abenteuer des Aufgeregtseins. Man plant zum Beispiel eine Steilwandfahrt oder eine Kletterroute. Und dann ist man drinnen konzentriert und wenn man es geschafft hat, dann ist so ein hohes Gefühl. Für mich ist die Natur eine ganz deutliche Sprache Gottes. Ich brauche kein Buch über Evolution oder Kreation zu lesen. Irgendwie in mir sagt mir etwas, das hat jemand gemacht. Das ist kein Zufall. Und darum ist für mich die Berge mehr als nur jetzt Spielfeld und Abenteuer, was es auch ist. Es ist eine Sprache Gottes, die ich klar höre. Als Leiter des Tauernhofs hat sich Hans-Peter zum Ziel gesetzt, seine Leidenschaften, Sport und Glaube miteinander zu verbinden. Dazu hat er eine besondere Erlebnispädagogik entwickelt. Christuszentrierte Erlebnispädagogik ist eigentlich nur ein Wort für: Wie kann ich meinem Glauben im Leben, im alltäglichen Leben einfügen und umsetzen? Das heißt zum Beispiel, wenn wir jetzt Klettern machen, da lernt man so viele Dinge, die man im Leben braucht. Und diese Brücke zu schlagen, das gelingt in der Erlebnispädagogik relativ leicht. Hauptgrund ist der, dass etwas, das man, je mehr Sinne man anspricht, um etwas zu vermitteln, desto stärker bleibt es haften. Hier beim Klettern sind alle Sinne involviert. Ich fühle es, ich spüre es, das Gehör, alles ist dabei. Und das, was man dann in dieser Situation sagt, bleibt viel mehr haften für den Alltag dann als nur das Gehörte. Die Gäste setzen die Erlebnispädagogik praktisch um. Zum Beispiel auf dem Kletterturm des Tauernhofs. Klettern ist Lebensschule. Ich muss vertrauen. Ich kann zum Beispiel sagen, ich vertraue dem Seil, das hält 2.500 Kilogramm. Glaubst du das? Da sagen die meisten, ja, das glaube ich. Dann sage ich, wie viel Kilo hast du? 60. Okay, dann häng die rein und lass dich runter. Na, das geht nicht. Das heißt, ich kann einen theoretischen Glauben haben, wenn ich ihn aber nicht umsetze, ist der Glaube tot. Und der Glaube wird erst lebendig, wenn ich mich auf das einlasse, was ich glaube. Und dasselbe gilt für Gott. Ich kann alles Mögliche über Gott glauben, wenn ich mich aber nicht darauf einlasse, ist der Glaube tot. Das ist nicht so. Am Abend werden die Glaubensthemen durch Vorträge vertieft. Christen glauben, dass alle Talente,
alles Können, das wir haben, alle großen Leistungen, die wir vollbringen, ist letztlich eine Gabe Gottes. Wir glauben, wie es in der Bibel gesagt wird, dass der Mensch aus Körper, Seele und Geist besteht. Und die drei hängen unmittelbar zusammen. Das heißt, du kannst körperlich gesund sein, aber seelisch kannst du krank sein. Du kannst seelisch halbwegs funktionieren und geistlich tot sein. Und so geht es um alle drei Bereiche. Und darum ist auch das Thema, also das Motto vom Dauernhof seit 50 Jahren, Body, Soul, Spirit, also Körper, Seele und Geist. Man nennt es auch einfach gesund leben. Hans-Peter Reuer ist für Vorträge an Konferenzen oder Kirchentagen im ganzen deutschsprachigen Raum unterwegs. 100 Tage pro Jahr ist er dafür auf Achse. Seine Erkenntnisse hat der Österreicher in mehreren Büchern festgehalten. Was ich höre, ist, dass Leute einfach dankbar sind für die Ehrlichkeit, auch über Probleme und Zweifel und Unglauben zu reden. Nicht nur über die positiven und die erhebenden Dinge des Christseins, sondern auch über die Schattenseiten, die es ja in jedem Menschenleben gibt. Während der WM besuchen rund 400.000 Menschen Schladming. Reuer und sein Team sind für den Ansturm gerüstet. Wir haben auch ein Programm für die Sportler, weil es eben direkt daneben ist, wo sie entspannen können, relaxen und auch persönliche Gespräche führen über Welt, Gott, Leben, was so dazu gehört.